Moin, moin, Freunde, was geht ab? Hier ist IvoBuschLP und ja, ich habe jetzt hier ein mieses Tryndamere-Match. Also vorweg erstmal, ich muss euch jetzt erstmal ein bisschen was dazu sagen. Also ja, Tryndamere werde ich jetzt hier auf AP das Ganze zocken, denn viele haben sich gewünscht, dass ich mal ein AP Tryndamere spiele, denn das, ja, ich glaube, Voyboy oder so hatte den mal im Livestream, ich glaube sogar im ziemlich wichtigen Match auf der Toplane gezockt und ja, seitdem zocken viele AP Tryndamere. Hatte gerade eben auch ein Game, wo ich mich ein bisschen schon mal drauf eingespielt hatte. Da hatte ich ein Mirror Game. Aber ja, so viel dazu. Da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu. Ich habe jetzt hier leider ein Match, wo ich den Sound nicht richtig aufgenommen habe. Und deswegen, ja, ist einfach nur das Video. Und man hört nicht, was ich sage. Deswegen muss ich das Ganze nochmal ein bisschen nachkommentieren. Ich habe jetzt hier auch meinen Co-Moderator Vini am Start. Den Ibe Vini, genau. Wir werden das Ganze jetzt einfach ein bisschen zusammen machen. Er hat sich einfach mal daneben gesetzt. Dann dachten wir uns einfach, ja, kann das Ganze vielleicht ein bisschen spannender werden. Klicken wir mal ganz nochmal hier hin, genau. So, damit der hässliche Stream da auch jetzt weggeht, also das hässliche Fenster. Wir gucken uns einfach jetzt an, setzen uns, ne? Vielleicht ein bisschen an der Hose kraulen, wenn man was findet. Und ja, ich laufe jetzt erstmal ganz entspannt hier um den Tower. Wir haben auch ein paar Premates dabei. Da sehe ich auf jeden Fall schon den Leichendealer. Oh, da schön, da zeige ich das gerade. Johnny Master, Leichendealer und Game Apfel. Genau in dem Moment muss ich das auch gerade wohl in meinem Live-Commentary gesagt haben. Ich glaube, damit habe ich alle aufgezählt. Ich habe, glaube ich, nur drei gesagt, oder? Ja, waren nur drei. Genau, einer fehlt noch. Super Fischer Fisch. Genau, Super Fischerfisch. Und ja, das ist unser Mordekaiser, der geht in die Mitte. In unserem Jungle haben wir den Lee und auf der Botlane haben wir Wayne mit Blitzcrank. Und der Top-Lane Olaf, ne? Genau, auf der Toplane werden wir jetzt gegen Olaf zocken. In der Mitte ist Rhaegar im gegnerischen Jungle. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Und die Botlane hat sich auch noch nicht ganz gezeigt. Na komm schon, zeig dich gefällig. So, naja, okay. Man sieht auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal hier anfange, Zu ja, farmen. genüsslich hier die Last Hits mehr oder weniger zu taken. Ich habe jetzt hier einen Auto-Attack von 64. Das ist, naja, könnte ein bisschen höher sein. Ah, das ist AP. Aber passt, ja. Da habe ich jetzt auch schon den ersten Crit gelandet. Da muss ich gerade mal überlegen, wie ich den Crit überhaupt gemacht habe. Ach so, das ist ja, ich Ja, glaube. deine Hut, ne? Oder Nee, deine. ich glaube, Tryndamere hat aber grundsätzlich auch ein bisschen schon Crit bei Aber sich. Wenn ich Q skille, dann erhöht sich, glaube ich, auch meine Crit-Chance. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, nämlich runentechnisch, habe ich nämlich, glaube ich, ganz normal meine AP-Runen benutzt. Und auch von Masteries habe ich eigentlich eher auf AP gegangen. Also da habe ich jetzt nicht extra Crit-Runen mitgebracht oder noch ein bisschen AD-Schaden. Weil ich meine, so ein bisschen Anophibrid kann vielleicht gar nicht so schaden. Na gut, also, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, kriegt man dann nicht durch dieses rote unten Crit. Ja, glaube ich nämlich auch, ne? Ja, das erhöht Genau, die. also erhöht die Genau. Crit-Chance. Das erhöht die Crit-Chance. Guter Beitrag. Was ich noch sagen wollte, Oh, das hat weh. wie. Also, erstmal zur Frage, ja, woher kommt denn jetzt überhaupt der Damage von Tryndamere? Und der kommt da ganz klar dadurch, dass wir einfach viele Auto-Attacks machen werden. Damit einen hohen Autoschaden haben. Und wir. Das Beste ist einfach daran, dass wir wirklich super, ja, hartnäckig hier auf der Lane bleiben können. Da, wie ihr seht, können wir uns, ja, richtig viel Damage mit unserem Q immer wieder heilen. Und ja, nach der Zeit sieht es eigentlich nur so aus, dass der Tryndamere mehr, der Olaf immer mehr low geht und wir eigentlich immer wieder mit unseren, mit unserer Q uns immer wieder nach oben heilen. Wichtig ist natürlich, dass wir. Oh, und da kommt auch schon der. Ah, da genau, da kann ich mich noch gut erinnern. Da habe ich leider ein bisschen zu spät meinen E geused und habe Aber jetzt meinen Ghost rausgehauen. Da Ignite noch drauf ein und. Trank ist drin. Genau, der Trank ist drin. Aber ärgerlich. Haut er mir noch perfekt seine Axt in die, ja, in die Fresse. Der Trank war auf jeden Fall drin. Da hätte ich auf jeden Fall bei alles der Ganks muss ich zusehen, dass ich früher meine E reinhaue, damit er mich am besten noch zu meinem Tau hinschmeißt und nicht, dass er mich halt jetzt wie in diesem Fall reinschmeißt. Ja, ist natürlich ärgerlich, da habe ich keinen Ward gehabt und ich nehme jetzt auch diesmal irgendwie keinen Ward mit. Kein Gold haben, ne? Wahrscheinlich einfach kein Gold. Nehme mir einfach vor, ja, okay, das wird schon so passen. Gucken wir mal ganz kurz auf den Farm. Okay, farmtechnisch sind wir gleich. Er hat auch noch gar keine Tränke geused. Also, ich muss auch sagen, so im absoluten Early Game finde ich Trin auch noch nicht ganz so stark auf AP. Oh, schön hier, Super Fischer Fisch. Spielen das jetzt hier schön, wahrscheinlich zu zweit auf. Ja, schön da nochmal den Q reingebammt und. Ah, ein Auto-Attack. Aber, ja, Super Fischer Fisch, unser Mordekaiser, hat dann gleich eine Doppeltötung. Und eine Doppeltötung auf einen Mordekaiser kann zu ziemlich hohen Damage führen. Aufpassen auf jeden Fall. Ja, also, dann weiter zu Tryndamere. Wir bauen uns auf jeden Fall erstmal das geilste Item sowieso für AP Toplaner. Dieses Item, wo dann noch ein bisschen Rüstung mit drauf ist und halt auch AP, also Rüstung und AP. Ich meine, was Besseres für Toplaner, für AP Toplaner gibt es nicht. Das wird auf jeden Fall unser erstes Item sein. Und ansonsten müssten wir auch sehr darauf achten,
dass wir viel auf Cooldown Reduction gehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das war schon der erste Ghost drauf. Genau, da wollte ich auch gerade sagen. Da used er seinen Ghost da wirklich sehr früh. Da hat er einfach Schiss vor mir. Weiß nicht, wieso. Eigentlich nicht berechtigt. Kann einfach sein, weil er Uhm ist. Genau, da zeige ich einfach nochmal das Item da, welches ich auch gerade meinte. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, warum er sich da gerade seinen Ghost aktiviert. Ich meine, das ist ja ein wichtiger Spell. Vor allem mit seiner Ulti kombiniert. Was willst du kaufen gegen AP-Top? Gegen AP-Top? Also Elise, keine Ahnung, wenn nichts. Gegen AP-Top ist eine ganz gute Frage. Ich denke mal, da würde ich einfach bei meinem AP-Schaden bleiben. Oder einfach, da würde ich einfach, denke ich mal, nur mein Bild bauen. Da ich genug mich heilen kann. Ja, stimmt schon. Mit meinem Q. Und ja, wir sehen jetzt hier Super Fischer Fisch. Der Mordekaiser ist jetzt auf der Top-Lane, da am Ganken. Hat der auch beide Buffs? Genau, er hat beide Buffs. Aber er sieht da auch, ja, der Olaf, der chillt einfach jetzt Noob-like unterm Tower. Na, was heißt Noob-like? Aber mehr kann er natürlich auch nicht machen. Oder er war gerade irgendwie auf dem Desktop, weil jetzt kommt er hier gerade richtig in Action erst. Ich habe auch entschieden, dass ich eher defensiv im Early Game sein will, deswegen habe ich angefangen, mein Q durchzuskillen. Würde ich mich halt anders entscheiden, dass ich erstmal ja auf jeden Fall 4 Damage raushauen würden wollen, dann hätte ich meinen anderen Spell geskillt, meinen E-Spell. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal hier die defensive Art und Weise. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen hier mit den Ganks, denn die können ja an sich schon wieder kommen. Ah, ein bisschen Probleme da mal noch mit dem Lasten, aber es ist okay. Ah, der Farm stimmt ja, glaube ich, gerade eben, weil er ist auf 30 Zerre. Ja, es ist okay. Da, genau, da haben wir wieder alles da gesehen, sehr schön. Aber der hat dich richtig geworfen, ne? Genau, da habe ich schneller reagiert gehabt, da war es noch jetzt sieht er genau deutlich besser. Ja, da habt ihr gesehen, schnell, so schnell wie es geht, einfach zurückzurutschen, dass er mich halt nicht in diese Falle wieder reinschmeißt, sondern er hat mich eher schon Richtung Tower geworfen. Und noch 22 Dange hier, das ist echt... Genau, das ist wirklich für das Level enorm. Da kann man gar nichts anderes erwarten. So, und ich finde auch immer diese Crits sind echt fantastisch, oder? Immer einfach mal 212 Damage, ich meine... Ist ganz nett. Da sie kommen gerade alles da runter und aber auch Game Apple. Der Jungle ist hier gerade auf der Lane, kommt jetzt auf mir drauf, denkt aber nichts zu holen. Ich gehe da noch weiter drauf, verteile nochmal 2 Auto-Attacks, aber ja, Game Apple hat jetzt hier irgendwie nicht wirklich, ja, nicht richtig aktiv geworden. Aber ich muss auch sagen, dass ich vielleicht einen Ticken spät unten eingegriffen habe, ne? Weil das war ja sozusagen da gerade eine Verfolgungsjagd zwischen Lee und Alistar, wo natürlich Alistar gar keine Chance hat, meine ich. Ich meine, der Damage vom Alistar ist enorm niedrig. Und ja, ich glaube, du musst noch ein bisschen genauer, ein bisschen dichter kommen, denn du bist ja hier auf deinem Chiller-Sack ein bisschen tiefer. Nicht, dass man dich jetzt hier kaum hört, deine kleinen, aber sehr wichtigen Kommentare, die jetzt noch eingeworfen werden. Hier gerade Rhaegar mit alles da in der Mitte, sieht man jetzt hier gerade, gucke ich aber gerade nicht. Ich nutze einfach jetzt hier die Zeit, ach doch, da merke ich es auch, den Tower jetzt hier zu Ende zu pushen. Hätte schon ein bisschen früher machen, vielleicht können die Wave zu klären. Ja. Weil die Minions, die machen auch genug Schaden. Eigentlich. Genau, da gehen extra nochmal ein bisschen nach hinten, um dann nochmal insgesamt nochmal neu reinrutschen zu können. Krieg jetzt hier auch die ganze Wave geklärt. Viele Crits dabei, da ich auch einfach so viel Wut habe. Und wahrscheinlich, ja, habe ich mir schon gedacht, rutsche ich da jetzt wieder zurück unter den Tower. Zack. Und Olaf wird jetzt hier auch dann die restlichen Minions sich dann auch jetzt hier schnappen. Kann ich nicht wirklich machen. Ich muss auch sagen, Tryndamere ist auch verdammt geil, Freunde, ab Level 6 zu Tower diven. Denn mit der Ulti und mit diesem enorm hohen Heal kann man wirklich saugeil Tower diven. Mit dem Rausrutschen wieder. Genau, mit dem Rausrutschen, Reinrutschen, Rausrutschen, einmal raus, rein. Das klappt echt super gut. Müssen natürlich zusehen, dass wir ein bisschen auf unser Cooldown Reduction, aber es kommt natürlich alles nachher. Das ist noch zurzeit noch gar nicht das Gold. Ja, 1400, das heißt, wir könnten auch so allmählich ganz langsam wieder zurückbleiben. Aber ihr seht es einfach, dass wir überhaupt gar keine Probleme mit dem Leben haben. Ich meine, Olaf kommt hier andauernd schon wieder. Wir haben auch noch 4 Pots, ne? Oder genau, wir haben noch 4 Health Potion. Und ich meine, Olaf ist jetzt auch jemand, der schon viel Damage macht, finde ich auf jeden Fall. Würden wir jetzt noch sowas wie eine, ja, weiß nicht, was Anfälligeres haben, dann könnten wir wahrscheinlich auch nochmal eine ganze Ecke mehr draufhauen. Ich meine, oh, da kommt da wieder der Gang. Habe ich jetzt leider nicht meinen E ready gehabt, das war natürlich doof. Aber ohne irgendwas hier groß zu usen. Ich habe nur mein Ghost geused und mein Q. Und ich habe ja sowas von den Gang ja, drauf geschissen. Ich meine, ich bin einfach nur gelaufen, ne, mit meinem Ghost halt. Keine Ulti, nichts. Aber alles darf ich mal gerne wissen, welches Level das ist. Das ist bestimmt noch nicht 6 so viel, wie der hier oben gankt. Das können wir gleich gut gerne mal reinschauen. Weiß auch nicht so genau. Oder der ist echt viel hier oben. Ja. Oh ja, jetzt hier schön nochmal. Und auch dieses E vom Olaf. Ich finde, das ist schon fast unnötig.
denn es zieht ihm ja eigentlich nur selber Leben. Ah, da ist er schon wieder. Da. Oh. Na, mal gucken, wie wir was machen. Auf jeden Fall Target Olaf schön da rausgestoßen. Ich habe auf jeden Fall noch meine Ulti. Ich heile mich noch nicht, damit der Damage einfach höher bleibt. Und ja, da verdrücken sie sich wohl einfach. Ja, Ghost einfach. Ja, Ghost. Ghost und Ulti, da kann ich ihn einfach, ja, habe ich keine Chance, ihn festzuhalten. Sein Supporter, ja, supportet ihn da weitestgehend und stößt mich sofort weg, wenn ich da annähernd dich komme. Lee ist hier noch in der Nähe und will noch versuchen, irgendwas mit dem Ball zu treffen. Aber er denkt sich auch, ja, okay, er ist low. Wechselt sich eher damit Mordekaiser ab, denn der, sehe ich gerade, kommt auch noch im Jungle hoch. Hat sich jetzt hier schönes Ward gestellt, nicht in Tower Range. Und Olaf können sie nach oben schnappen. Sie müssen auf jeden Fall laufen, denn Olaf wird sich ansonsten, ja, unter dem zweiten Tower weiter verstecken. Ich kriege den einen oder anderen Hit, aber die bleibt hier eher, ja, kein Problem, meine ich ehrlich. Die bleibt hier eher sicher. Und ja, ich glaube, ich habe noch kein einziges Mal nur meine Ulti gezündet, oder? Nee. Das wird kein Match. Nee, noch kein bisschen. Okay, kommt nochmal Lee. Wie bitte? Kommt der gerade nochmal Lee? Genau, nochmal Lee hier zusätzlich nochmal. Hab damit auch schon easy die Lane. Naja, ein Death habe ich, aber. Tower tot. Tower down, also habe ich an sich ja die Lane schon gewonnen, denke ich. Ja, der Death kam halt auch nur wirklich durch den ärgerlichen Gank da. Und diese super gute Axt, die mich da echt auf dem letzten Wurf noch erwischt hat. Oh, da habe ich das auch. Kostet ja ganz schön wenig, nur 425, ne? Ist ja nicht gerade viel Gold. Und dann denke ich mir jetzt auch gerade mal, okay, das ist eine Mitte, die creep ich ihm gar nicht erst weg. Dann werde ich jetzt mal Recall angehen, mir den Armschutz des Suchenden gönnen. Und ja, 1700 Gold noch verbleibend. Was kaufe ich mir jetzt? Nachschuss, ne? Ja, denke ich wohl, Nachschuss ist da die beste Wahl. Der rechnet er. Da rechnet er ein bisschen, wie das mit dem Gold hinkommt. Ja, bla bla, okay, dann kann ich mir eigentlich noch gut Boots gönnen. Na, wo sind die Boots? Ja, so. Endlich. Da hätte ich auf jeden Fall noch ein Ward mitnehmen können. Sehr gut, macht er auch. Zwei sogar, da die Lane durch ist wahrscheinlich. Und schickt sich dann auch schon wieder auf die Lane. Oh, da hat Veigar die Ulti drauf. Ist da sehr, sehr low, aber einfach nur eine Ulti ohne zusätzlichen Damage bringt es eigentlich in den seltensten Fällen um, da man einfach, super einfach mit einem Health Potion die Ulti von Mordekaiser eigentlich gegenwirken kann. Ulti plus Ignite ist dann wieder eine andere Story, da auch deine Health Potion ja nur halb so aktiv ist. Also ja, deswegen ist auch auf jeden Fall mit Mordekaiser auch Ignite must have. Aber ich denke mal, das Ignite wird auf jeden Fall unser Superfisch auch dabei haben. Bleibt jetzt hier noch ein bisschen aggressiv. Er haut jetzt wieder Damage raus, aber wie gesagt, nicht viel. Heil mich hier instant wieder hoch. Mein Damage wird jetzt auch ein bisschen wohl steigen, da wir einfach ja jetzt eine höhere Attack Speed haben. Schön den Slow da nochmal angebracht. Das schaffe ich es leider nicht, ihn nochmal zu attackieren. Used da auch wieder seine Ulti, da hat er das ja wieder ängstlich. Und ja, wir haben jetzt schon zweimal wieder in den Kampf zurückgegangen, rein, raus. Und er ist jetzt schon auf 60%, ich wieder auf 100, weil ich einfach andauernd mich wieder hochheilen kann. Ohne Probleme. Und habe wirklich damit eine verdammt nochmal sichere Lane. Also eigentlich kann mir wirklich hier kaum was passieren. So, 6-7 steht für unser Team. Also wir liegen ein bisschen hinten, zumindest mit einem Kill. Aber insgesamt sieht das Ganze recht sicher aus. Ich meine, verloren ist noch gar nichts. Das ist noch alles hier dick im Rennen. Ich habe die ganze Zeit auch hier die Lane für mich. Und der andere ist auch da wirklich ganz schön am abhauen, also auf jeden Fall ist hier eine enge Runde. Da komme ich jetzt hier von hinten, rutsch rein, vielleicht bin ich da auf jeden Fall zu weit gerutscht, aber ja, der Ghost hat Vini auch schon gleich richtig gesehen, war da auch schon wieder gezogen und hat sich dann damit auch schon gleich wieder da verdrückt. Das heißt, die Ulti ist draußen und der Ghost ist draußen, Mordekaiser kommt jetzt hoch, das heißt, wow, wie der Tower ihn dann noch erwischt hat. Da komme ich jetzt nach unten natürlich, um zu reagieren, denk mir, spring rein, um ihn auf jeden Fall zu slowen. Wo ist der Slow? Da kommt der Slow, endlich. Und mache ich auf jeden Fall den Teamspieler. Ich habe noch Ulti und ich habe noch meinen Q. Ich heile mich erstmal nur. Ich habe mich nur geheilt und habe mich wirklich richtig schön wieder vollgehauen. Aber leider konnte ich da nicht weiter helfen. Gehe ich rein. Oh mein Gott, was will ich da? Ignite, schön reingeschubst. Und was kommt da noch? Jawohl, schön den Kill getaggt. Jetzt habe ich meine Ulti erst jetzt geused. Jetzt suche ich meinen Escape. Ich habe jetzt in 2 Sekunden wieder meinen Q. Damit kann ich mich nochmal gut heilen. Veigar hat sich viel nach hinten geschoben. Da könntest du mir gleich... Ah, nee, der Jungler ist mir schon entgegenkommen. Gleich über die Wand. Da fehlt eigentlich gar keiner mehr.
Ja, da war risikoreich, da klickig und über die Wand, gemacht, über die Wand. Außenrum auch schon gelaufen ist. Genau, da habe ich ihn eigentlich schon mehr oder weniger verarscht und alles da kommt da. Und nice, mit dem Engage habe ich sogar geschafft, einen Kill zu taken und bin gut hinkommen. Jetzt noch den Grab, das wäre fantastisch. Schade, die Range war richtig knapp. Der Grab war auf jeden Fall richtig angesetzt, aber es war einfach nicht möglich, da, da die Range zu klein ist. Ja, schon wieder. GG. Ja, nice Escape. Und auf jeden Fall gibt uns das erstmal ein Free Dragon. Nein, gibt's nicht, denn der Dragon ist schon gecleared. Puh, das war ein mieser Escape. Und schon wieder 1500 Gold. Genau, schon wieder 1500 Gold. Jetzt kommt ein schöner Gang. Jetzt kommt hier ein schöner Wayne Action. Und ja, der Gang kommt. Ich rutsch mir am besten schon mal rein, damit ich ja, möglichst dicht dran bin. Jetzt kommt der Slow, sofort der Slow drauf. Die Ulti ist geused, aber darauf scheißen wir unterm Tower jetzt. Bam! Da war, glaube ich, nochmal ein Crit von 180 Damage. Rutsch hier kurz durch den Minions, gib hier den paar Auto-Attacks, um mich noch ein bisschen hoch zu heilen. Er ist verdammt nochmal low und BOOM! Dieser KS-Schlag. Die Doppeltötung an den Trindamere. Die Doppeltötung in die Trindamere. Lalala, KS schreibe ich auch schon in den Chat. Denn das kam wirklich ein bisschen komisch gerade rüber. Ja, und so schnell kann sich das ganze Map, das ganze Game auch schon in 3 zu 1 wenden mit dem 100er Farm. Olaf ist jetzt da natürlich an meinem Top Tower sehr begnügt und nimmt den da auch jetzt wohl gerade komplett auseinander. Dafür, ja, ist natürlich ein guter Trade. Ich meine, den zweiten Tower dafür niederzureißen ist auf jeden Fall eine bessere Entscheidung. Ja. Ich finde sowieso, das ist eigentlich eine ganz witzige Idee, dass wir das mit dem Dual so mal machen, ne? Das kann man ja mal so machen, ne? Wo es jetzt hier gerade so eh schon schief gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob man dich genug hört, ob du auch laut genug bist. Ja, glaube ich schon. Hoffe ich zumindest. Oh, da strenge ich gerade meine Capri-Sonne und da wurde die Wayne. Komm schon. Sehr schön, da kriegt sogar der Adi Carry den Kill. Alles da jetzt hier unter dem Tower. Ich rutsch da unter dem Tower. Ich heiße, ich tank den ganzen Scheiß jetzt hier gerade mehr oder weniger, damit die Wayne jetzt hier einen Damage machen kann. Bin jetzt hier gestunt und da treffe ich noch rechtzeitig den Q. Es haut mich auch jedes Mal, ja, ein Drittel oder ein Viertel meines Lebens komplett wieder hoch. Mordekaiser kommt jetzt hier von oben mit rein. Das heißt, wir sind jetzt hier zu viert. Wayne von der Seite. Das Stun ist draußen. Alles auf die Art Carry rausgehauen. Und ja, leider Taric mit Ulti. Weiß nicht genau. Auf jeden Fall sein W. Die Kombo Ulti W hat es dann nochmal geschafft, den Art Carry zu finishen. Aber ich glaube, das kommt jetzt hier noch ganz gut Damage. Hier wieder meine W, um zu slowen. Olaf ist da hinterher, nicht getroffen. Den Hammer kriegt jetzt hier noch einen Stun. Und ja, da denke ich mir jetzt auch, alles ist so fucking low hier. Da kann ich nochmal gleich oben reinrutschen. Zack. Oh, schmeiße ich mir weg. Heal ich mir noch gleich, slow ihn noch gleich. Und ja, ich glaube, das wird hier noch eine ganz harte Runde mit Mordekaiser. Denn ja, ich setze auf Mordekaisers Damage, der wirklich sehr, sehr hoch ist. Da kommt Wayne genau in ihn reingerutscht. Ah. Verzieht sie erstmal defensiv. Ich habe schon jetzt 2600 Gold. Vini sagt, ich sollte weg, aber so wie ich das Gameplay noch in Erinnerung habe, bleibe ich bleib jetzt. Bleib da. Da bleibe ich erstmal recht konstant hier. Ich meine, ja, die Gegner sterben und sie kommen einfach mal wieder, da die Respawn-Zeit ja noch extrem low eigentlich ist. Da ist noch wirklich, ja, die Level noch nicht gerade hoch ist. Das heißt, man wartet noch nicht so lange. Oh, und da kommt. Ah, oh, schön reingeschubst. Auf jeden Fall da erstmal. Den AD Carry Focus gehe ich hinterher, um mir auch das Ignite, nur das Ignite hinterher zu hauen, da die Ulti drauf ist, war von Mordekaiser. Schön jetzt hier die Wayne auch noch dann jetzt hier gleich das Spiegelbild gedroppt. Schaff's dann noch mit der Wayne, die natürlich zusätzlichen Damage noch sorgt. Wobei der Mordekaiser ist down, ich glaube, dann geht das Spiegelbild auch weg, ne? Leider. Ja. Wird dann nochmal, nee, der Game-Apfel wird reingestoßen. Rager kommt wieder dazu, Wayne ist auch da. Bumst erstmal unseren Lee weg, der los. Mal gucken, was unser Wayne jetzt hier noch macht. Grab da schön wieder was rein, schön wieder Grab. Oh, da kommt jetzt der Track und mal gucken, ob der Damage reicht, mal gucken, ob der Damage reicht. Ich bin immer noch nicht annähernd wieder low, ich bin immer noch wirklich hier andauernd am Fighten, aber ich halte die Lane. Oben. Alles da oben, ja, alle sind da wirklich richtig am, ja, oben, alles da, Taric, low. Und ich denke mir eigentlich, ja, ich hätte fast wirklich weiter noch bleiben sollen, aber ich denke mir auch, irgendwann sollte ich einfach mal zurück, um mir neue Items zu kaufen. Und ja, da sieht man natürlich 1600 Gold, da denke ich mir auch so. Na komm, das ist doch perfekt. Was kauft er sich für 1600 Gold? Kauft er sich dann den Dicken? Man weiß es nicht. Ja, er kauft sich den Dicken. Er kauft sich den Dicken stark. Geht diesmal auch ohne Tränke. Ich denke mal, Tränke brauche ich jetzt an sich nicht mehr. Wobei, bei der Ulti ist es ganz gut, manchmal nochmal einen Trank dabei zu haben. Aber auf AP-Trainer mehr, ich denke, dann reicht das auch so. Ja, Ward habe ich jetzt nicht dabei. Ich gucke da gerade ganz normal, wie viel mich das so heilt. 353, nicht schlecht. Sogar mehr als AP hast, ne? Ja, genau. Das heilt wirklich, ja, ungefähr 1,5 skaliert das rein, also ja. Okay, nicht schlecht. So, Blue Buff. Ja, da frage ich jetzt hier einfach, ob ich mal einen Blue Buff haben kann. Oh, freundlicherweise geben sie mir ihn hier gleich. Hast du nicht schon
was ist das maximale Abklingzeitverringerung? Ich weiß nicht, 40? Auf jeden Fall wollte ich sehr krass hier mit meiner Cooldown Reduction noch weiter runtergehen. Du hast auch schon Naschos und die. Genau, ich habe schon Naschos und schon die Stiefel, das heißt, ich müsste wirklich jetzt schon enorm tief sein. Guck hier, was ich mir als nächstes kaufen kann. So, ja, mein Cooldown ist extrem low. Ich meine, wow, what the fuck, mein E ist schon wieder ready. Was hast du für einen Cooldown drauf? Was habe ich für bitte für einen Cooldown? Schön. Hier die Wayne hat was, sah ganz gut aus. Schönes Movement. Und mal gucken, ob die das jetzt rechtzeitig sehen. Ja, Tarik und verziehen sich da schon. Mordecai ist sehr schön, bricht da oben schon mal ein. Das heißt, die kommen da oben, fangen ihn jetzt ab. Lee ist noch mit drauf, kann wahrscheinlich jetzt gleich drauf switchen. Oh, Mordecai. Oh, schöner Damage. Da kommt der Flash und. Rhaegar wieder von der Seite. Rhaegar wieder von der Seite. Und wen wird er diesmal wegballern? Ja, na klar. Er geht natürlich auf den Mordekaiser, denn auf den Mordekaiser führt er deutlich mehr Schaden drauf. Hat noch ein bisschen Damage abgefangen, schade, dass er den wenig hätte früher aktivieren können. Wayne wird verfolgt, muss da auf jeden Fall unsere Wayne verteidigen. Alles Mögliche setzt sich darauf rein, dass der Olaf aufgehalten wird, geslowt wird. Und ja, schön, ballert ihn gut weg. Nochmal hinterher gerutscht und wow, what the fuck, schöner, nice Damage. Alles da hat jetzt die Ulti, trotzdem wird einfach drauf weiter gefeiert. Denn ja, weiß ich nicht, was passt denn da, das gibt's ja nicht. Wayne, Doppeltötung, so soll es sein. Schön den AD Curry gefeedet. Schon wieder auf der Botlane, denn ja, auf der Botlane geht die ganze Zeit hier die Nummer ab. Die ganze Zeit unter dem Botlane, schön jetzt hier einfach mal rausgeholt. Und unter dem Tower rutscht noch einmal weg mit ihrem Q. Kann auch entkommen. Oh, da kommt der geile Grab. Und reingerutscht. Schön, da gibt's schon wieder den nächsten Kill für unseren AD Curry. Aber weiß ich auch nicht. Da denke ich mir auch so gerade, what the fuck, warum tank ich die ganze Tower? Wahrscheinlich, weil du so viel killen kannst, ist sowieso egal. Ja, wahrscheinlich dachte ich. Nee, ich glaube, da hatte ich mir auch gerade an der Stelle gedacht, ja, okay, komm. Gucken wir mal ein bisschen, wie viel mich das jetzt insgesamt so hält. Schon wieder den nächsten Tower. Also hier geht's echt ganz gute Sache. Da kriege ich jetzt hier eine Ulti rein, krieg wirklich ganz schön viel Damage. Ich glaube, so wie ich das erinnere, will jetzt nichts verraten, aber ich glaube, jetzt passiert nochmal ein Fehler. Ich weiß nicht, wann ich rein soll. Ich weiß nicht, wann ich raus soll. Da denke ich mir, okay, ich bin hier gerne Tank, denn ich finde, man kann das Ganze auch schön tanken. Da sehe ich wieder meine Wayne. Darüber gekommen wäre ich nicht und ja, da rutsche ich nochmal rein. Denken wir jetzt, oh mein Gott, okay, da ist das Ignite drauf, das ist natürlich verdammt nochmal tödlich. Aber ist hier meine. Nee, der ist tot. Ja, und da habe ich es versucht. Ich habe es versucht, ich wusste nicht, ob es geht. Ich habe es versucht, nochmal rüber zu rutschen. Ja, dick nochmal gehealt. Oh, und da kommt der Mordecai jetzt noch rein. Schön, jetzt hier nochmal zurückgeschlagen. Alles da in Slow. Ja, sie gehen jetzt leider auf den Supporter. Nicht da oben auf den Shop, auf den Rhaegar. Und da shoppt er erstmal, ja, Stundenglas. Damit ich nochmal einfach, wenn ich wieder so extrem reinrutsche, mich vor diesem Damage einfach schützen kann, denn ich habe irgendwie schon ein bisschen in der Runde einfach mich so ein bisschen als Tank auch ehrlich gesagt gesehen, so ein bisschen so als AP auf Tank, da ich einfach mit meinem extrem hohen Heal und ja, war irgendwie so ein bisschen meine Aufgabe, fand ich. Ich muss auch sagen, ich habe ja auch, wo ich überall meine Damage tanken kann, ist ja einfach mal, wenn ich voll meine ganze Wut habe, dann das heißt, ich kann reinrutschen, mit meiner vollen Wut kann ich einmal komplett hochheilen, dann könnte ich, wenn ich komplett wieder hochgeheilt bin, meine 1 aktivieren, die anderen schnitzeln immer weiter auf mich rein. Dann könnte ich eigentlich theoretisch, weil 2 Sekunden reicht schon wieder fast, bis mein Cooldown ready ist, um wieder rauszurutschen. Und ja, dann kann ich schon wieder rausrutschen und kann dann nochmal zusätzlich meine Ulti aktivieren, wenn ich dann schon wieder low bin. Also ich habe da wirklich verdammt nochmal viel Zeit, viel Leben zu behalten. Und das finde ich einfach ist auch verdammt stark an Trinima. Finde, ist echt eine ganz witzige Sache. Der Slow bei 40% oder wie hoch der liegt, kann ich jetzt natürlich gerade nicht nachgucken. Finde ich es auch gar nicht mal so niedrig. Also meine Wayne kann ich da eigentlich ganz gut immer supporten. Ah, ist natürlich bitter. Jetzt kommt da das dann. Ob sie der Flash hat? Ah, der hat keinen Flash. Doch, hat er. Hat sie. Da gibt es die Axt rüber. Überlege ich gerade auch, ob ich rüber rutschen soll. Ja, okay. Hab's gelassen. Wobei ich jetzt eigentlich das hätte machen können, denn dann wäre Mordecai von oben gekommen. Und hätte das gut durchgetankt. Ja, deswegen werde ich jetzt hier auch aggressiv reingehen. Ah, sie blinken mich da auch jetzt weg. Oh, und da kommt wirklich hier alles Damage hier gerade auf mich raus. Ja, schön, einfach einmal hochgehalten. Aber da kommt so viel Damage auf mich raus. So viel Damage. Noch 2 Sekunden Cooldown auf meinem Q. Oh, da heile ich mich wieder, Tarik kriege ich noch. Hab den ganzen Damage vom Team getankt. Da muss ich sagen, habe ich das Stundenglas, glaube ich, ernsthaft vergessen. Oder ich war ganz Zeit unter Stun, dass ich es gar nicht aktivieren konnte. Irgendwas hat da nicht so ganz geklappt. Das weiß ich leider nicht ganz genau. Mordekaiser, jetzt komm schon. Oh ja, der Damage von Mordekaiser. Das Schild ist aktiv, das Schild ist aktiv. Aber nein. Na, das wird jetzt spannend, ziemlicher tankier. Oh, beide ziemlich tanky. Wayne kommt noch dazu. Das heißt, jetzt können sie das richtig schön ausspielen da. Haut er leider auch den falschen weg. Haut er auch leider den falschen weg. Da kommt der Ghost. Und ja, schade.
Nee, hat auch in die falsche Ecke geschlagen. Dann wird er wohl zur anderen Seite rausgeworfen sein. Das hätten sie schaffen können, Lee. Wenn er die ganze Zeit das Gebüsch aufgedeckt hätte. Auch daran zu trinken. Woran zu trinken? In der Capri-Sahne. Entschuldigung. Mann, ich fehle hier gerade so richtig. Ja, finde ich, Wayne hat auf jeden Fall eine gute Runde gemacht. Aber war sie nicht gut. Ja, jetzt war sie auch mal noch gut. Ich meine, sie hat einen Kill gemacht und dass sie jetzt einmal ein bisschen nachgelassen hat, ist jetzt nicht so ärgerlich. Olaf war Ghost aktiviert, damit hat sie nicht gerechnet. Ja, Olaf, klar, mit jetzt nochmal Ghost, das ist natürlich ärgerlich. Da fast den Grab getroffen, war wirklich eine knappe Runde. Aber mit Glanz und dann den Crit, das macht den ja, das, oh stimmt, mit Glanz und Crit, dann müsste es ja auch, ne? Da müsste ja der Damage auch, wird dann nur mein Grundschaden? Da weiß ich gerade gar nicht. Nö. Nein, eigentlich so. Es skaliert dann beides rein, das heißt, wenn ich jetzt Glanz habe, dann mache ich ja 100% mehr Damage. Und dann plus, wenn dann nochmal crittet, wenn ich halt 100 Attack habe, plus dann nochmal mein Glanz, wäre dann 200 Damage. Und wie viel mache ich eigentlich mehr, wenn ich critte? 480. Irgendwie sowas, ne? Ja, 480. Da gibt es auch eine Rechenformel für. Ja. Dann ist es doch nochmal. Dann ungefähr ist es doch 1,5%, 1,4. Doch, ein kritischer Schlag macht doch 200% Grundschaden, oder nicht? Oder ist das so? Nee, nicht das. Nicht, also macht einmal doppelt und aber nicht zweimal doppelt. Ja, ich weiß es nicht genau, weil bei Kling und Endlichkeit heißt es ja, dass der kritische Schaden um 250% erhöht wird. Stimmt. Das heißt, hast du wohl doch recht. Dann habe ich wohl doch recht. Das heißt. Paladin. Ja. Alles klar. Die Crits, ja. Kurz ein bisschen, ja, was gerechnet. Du solltest mal drauf achten, ne? Ich glaube, da hat auch gerade der Vega den Blitzcrank gewonehittet, oder? Ja. Ging gerade ganz gut ab. Oh ja, sehr schön. Oh, schön. Da jetzt die Wayne hinterher. Natürlich nice escaped und. Ja, dann denke ich mal, da kommt gleich der Schuss. Oh, das ganze Team dahinter im Mordegeist hinterher. Das gefällt mir nicht. Und ich bin bereit, hier den ganzen weiteren Scheiß für euch zu tanken. Mach mich bereit und rein da, Freunde. Genau, da ist die Wayne. Wo ist die Wayne? Da ist die Wayne. Oh, da habe ich nämlich schnell jetzt einfach mal meinen Schutz aktiviert, Glas aktiviert. Krieg noch den Kill, um den ganzen Damage zu tanken. Und ja, ich würde sagen, erfolgreich den ganzen Damage hier hochgetankt. Alles da. Ja, da kam auch schon der Slow und Johnny Master noch eine Ulti draufgehauen, oder? Ja, also ja. Auch eine Ulti draufgehauen. Ich denke mal auch so, oder? Weiß ich das nicht richtig? Alles genau, da alles da. Geht den ganzen Scheiß erstmal hier tanken, den Tower. So soll das sein. 27-19 ist eigentlich recht ausgeglichen. Also ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir komplett die Gegner abziehen. Aber so insgesamt vermittelt es doch schon den Eindruck, dass wir jetzt hier das überlegene Team ist. Vega, ja, bürstet ab und zu nochmal einen weg da. Ja, sage ich mir jetzt auch, komm, ganz ehrlich, HDF. Ich hoffe mal, dass sie noch weiterhin da den... 800? Ich hoffe mal, dass sie weiterhin noch hier auf dem Tower bleiben. Zieht verdammt viel. Machen sie auch, Inhibitor geht jetzt auch down. Sehr schön. Ja, push mal. Genau, jetzt kommt hier weitere Anweisungen, dass sie einmal kurz bitte die Botlane pushen sollen, denn die ja, Mitte ist down. Genau, wir sollen es ein bisschen fallen lassen. Lee bleibt da irgendwie da oben noch ein bisschen, weiß ich nicht. Hält die Gegner ein bisschen noch so, ja, beschäftigt sie ein bisschen. In der Zwischenzeit bringen wir jetzt die ganzen Minions schon wieder noch gut eine Kanone dabei, genau. Haben wir genug Damage, genug Minions, die den Tower auch tanken können, wenn sie jetzt wegfallen. Vega, warte ich einfach mal nach oben. Dass da genau zu sehen, was da los ist. Guck, an der fand ich war eigentlich so schlecht. Schade, dass Lila gerade nicht getroffen hat. Oh Mann, und da gehe ich einfach wieder rein. Schön das aktiviert. Schön gemacht, ja. Boah, und da kam der heftige Damage. Der war echt heftig. Der Ekel war rausgefokust. Ja, auf jeden Fall. Den Damage war komplett auf mich gelenkt. Ich hatte einfach nicht gedacht, dass ich instant weggekiltet werde, weil sonst hätte ich auch meine Ulti aktivieren können, aber der Damage war so enorm gerade. Ich weiß nicht, ob es auch allgemein so schaut, dass Vega dich jetzt gefokust hat, ne? Wie bitte? Dass Vega dich jetzt gefokust hat. Ja, ich meine, ich habe halt auch AP, deswegen. Aber trotzdem, ich bin eigentlich nicht der AP-Carry, denn. Ja. Du bist der Halbtank, so ein bisschen. Genau. Und das war auch riskant, ich meine, ich hätte auch genauso gut eine halbe Sekunde schneller meine Ulti aktivieren können. Und dann, ja, wäre der ganze Burst Damage umsonst gewesen, weil ich mich einfach danach wieder mit dem Q hochgeheilt hätte, beim besten noch rausgerutscht.
So. Shoppen geht er doch? Nee. Ja, doch, shoppen. Da ist jetzt, glaube ich, eine ganz blöde Geldsumme gewesen, ja. Da überlegt er auch gerade. Ja. Kann ja nichts machen, ne? Sage ich jetzt auch Baron. Oder das, Baron das Team sagt, dass es Baron Time ist, genau. Ganz ruhig. Ganz ruhig, kurzer. Oh, ich krieg grad nichts aus deiner Capri-Sonne hier raus. Ganz geil, finde ich. Von dem ganzen Labern kriegt man schnell mal einen trockenen Mund. Da hast du gedacht, komm, hol ich mal eine Capri-Sonne an den Start. Richtig. Boah. Wayne, die macht auch einen Schaden. Ah, tu das gut. So, ja, 7-4-10. Denken wir, okay. Können wir pullen den Scheiß. Da oben haben wir ein Wishing Board. Jetzt ist der so. Die kommen nach. Wayne sehe ich da oben jetzt gerade. Lass mich tanken, schreibe ich da. Habe ich jetzt ein bisschen Schiss da, genau. Wegen. Oh. Der Gegner hat sogar. What the fuck? Da haben sie uns Eiskalt sogar gestealt. Schweine. Scheiße. Oh, den Blitzcrank rausgegabt. Ach du Scheiße, den ganz, ganz, ganz. Den Alistar, sorry. Der grabt der Blitzcrank den Alistar, also ein ganz schwacher Teamfight. Nicht gut. Der sollte auch lieber ganz schnell schleunigst weggehen, denn sonst wird er da gleich an die Wand gestunt. Nee, hat er nochmal Glück gehabt. Ja, das war natürlich blöde. Oh, den Damage, ne? Hart. Oh, Vega, bitte, hör auf damit. Aua. Aua, miau. Nee. Tja, das meine ich einfach damit, dass die Match ist ausgeglichen. Ich gucke gerade in deren Base, da sehe ich einige Minions von uns. In der gegnerischen Base. Das ist ganz geil, nice nochmal. Aber an sich haben sie auch sozusagen ja schon fast zwei richtig dicke Supports mit Alistar und Taric, ne? Ja. Da sehe ich jetzt hier gerade zwei Super Minions, die ja nochmal ein bisschen mithelfen, fokussen, leider den falschen. Aber trotzdem. Und ich denke jetzt einfach nur rein da. Okay, aber ich denke mal, ein bisschen früh das aktiviert. Schöner Ignite draufgehauen, alles rausgehauen. Die Kamera rutscht nicht richtig nach. Ulti ist draußen. Und ich bleib da einfach nur aggressiv. Rutscht nochmal rein. Heal. Mein Heal ist draußen. Und ja, kurz hier den ganzen ja, Counter-Strike, kann man sozusagen hier schon fast sagen. Gegen Death Vega hat sie auch schon Recall gemacht. Und jetzt kommen wir. Jetzt, Wayne, zeig, Wayne, zeig, was du drauf hast. Zeig, was du drauf hast. Oh yeah, Baby. Da holt er den zweiten. Das heißt, wir haben jetzt schon den zweiten ausgenockt. Alles da. Geht jetzt hier auch schon langsam low. Rutsch ich nochmal hinterher und Wayne, die ballert da. Oh mein Gott. Und da kommt aber leider wieder der Vega um die Ecke. Das ist natürlich richtig ärgerlich, denn der hat ja ohne Probleme einfach mal den, ja, AD Carry One-Shot kann. Also wenn ich sowas denke, sehe, dann habe ich einfach nur, denke ich mir, ja, okay, dann muss ich aber auch nochmal Vega zocken, ne? Ja. Also dann, ne? So. Ich bin auf jeden Fall schwer dafür, dass wir jetzt hier den Scheiß hier weiter durchbrechen. Da verstehe ich gar nicht, warum ich jetzt hier 200... Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, irgendwie machen, ist es so, dass sie irgendwie AP da machen. Das ist mit 300, mit einer Lux. Ganz viel AP drauf mit hast, machst du auch nicht zu viel Schaden. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, schön. Da hat er auch noch Ulti und ein Ding hier. Ja, Ulti habe ich auch noch ready. Ich bin jetzt hier recht low, die... Und da gehe ich die ab, da gehe ich jetzt rein. Lauf. Die hier mit ihrem Shurili hinterher. Wayne hat natürlich einen hohen Attack-Laufspeed mit ihrer Passive. Hat die Ulti nicht mehr draußen. Und ich bin jetzt hier nur am Laufen. Das Gute ist, dass... Ja, da macht sie die Heldrolle. Aber ich mache Counter sozusagen mit meinem E. Ja, Seiten sind durchgebrochen. Wayne ist auch schon wieder am Start. Die war ja gerade eben da kurz davor down gegangen. Und ja, das ist, ich rutsche mich sozusagen nach Hause. Blöderweise ist die eine Seite wieder durch. Oh, da habe ich fast nicht mitbekommen. Aber die beiden, na doch, der Wayne kam. Na doch, ein Stun. Doch, ja, du hast auch noch Ulti gehabt. Nee, verzieh dich lieber. Mhm. Ich mache da jetzt nicht ehrlich einen Recall, oder? Ja. Nee, das denke ich mir auch so, okay. Da brauchst du nicht ehrlich einen Recall jetzt machen. Oh. Ah, viel Gold. Was kauft er sich? Was kauft er sich? Das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Ah, das ist so, er hat gar keine Ahnung, was ich. Ja, da denkt er sich echt so. Okay, und jetzt wollte ich mir das Buch hier kaufen, da bin ich... Wieso das denn? Das weiß ich auch nicht genau, einfach um noch mehr Cooldown Reduction zu bekommen. Aber hast du jetzt nicht wirklich schon ausreichend? Ja, ich glaube, ich habe das... Also mein letztes Item war jetzt vielleicht nicht ganz angemessen. Da hätte ich mir lieber vielleicht nochmal irgendwie... Den kaufen können. Genau, den wollte ich mir kaufen, da habe ich mich nämlich verkauft. Denn ich dachte, dass ich, glaube ich, mit dem Buch anfangen muss. Aber es hat mich, glaube ich, schon wieder geändert. Genau, man braucht nämlich einen großen Stab und einen Wälzer. Und
Tja, da habe ich mich verguckt, denn das war, glaube ich, auch mal anders. Ja, ich glaube früher. Ganz, ganz früher war das mal anders, ja. Aber das Alter ist echt noch gut. Wie bitte? Das Alter ist echt noch gut. Ja, auf jeden Fall. Zack. Ja, wieder schön alles da rausgefischt. Sehr schön, das heißt, der Blue Buff gehört auch noch uns hier. Dann gucken wir ihn taggt. Aber das ist auch ein. Ja, genau, ich gönne mir einfach meinen Blue. Sehe ich hier gerade, vom Mordekaiser haben wir auch noch einen Wille der Uralten. Das ist auch ganz praktisch für mich. Das heißt, wir haben hier nochmal ein bisschen, dass wenn ich durch die Gegner durchrutsche, kriege ich nochmal ein bisschen Leben wieder. Sage ich nicht nein zu. Vega hat jetzt die Ulti raus und, ja, schön auf dem Lead. Das heißt, das ist gewastet. Das ist gewastet. Auch die Ulti, oder? Ja, auch die Ulti. Das ist auf jeden Fall gewastet. Alles da geht da oben rein. Ich hau hier das mit meinem Team jetzt noch kaputt. Da kommt schon wieder erst dann, aber. Ah, doof. Dass da beide den V-Up bekommen haben. Und ich sag jetzt dem Team, genau, dass wir jetzt lieber ein bisschen, ihr solltet oben hinhalten. Die Minions kommen jede Sekunde. Und dann machen wir den Top-Lane Tower. Wir machen jetzt alle drei Seiten, damit wir das Game dann auch jetzt hier für uns entscheiden. Da Superfish hat leider nicht auf meinen Bling reagiert, sondern hat das da weiter in der Mitte weitergemacht. Da kommt jetzt alles da, schmeißt es nochmal gut hoch und das ist jetzt hier eine gefährliche Stelle. Drei gegen das ganze gegnerische Team. Blitzstring, schön gemacht. Blitzstring ist in der Base drin. Schön nochmal runtergesucht von dir. Ah, dankeschön, dankeschön. Und da denke ich mir jetzt einfach, komm Leute, ich bin jetzt hier derjenige, der euch supportet. Ob das jetzt die beste Idee war, weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier Ulti drauf. Will da über die Wand und hab den Q noch gewastet. Da kommt aber noch eine Wayne hinterher mit Flash. Und nee, Zeit haben wir auf jeden Fall bekommen. Unser Wayne ist damit auch entkommen. Unser Lee ist leider noch zusätzlich mit draufgegangen. Aber na gut. Ich habe mich immer die ganze Zeit so ein bisschen so als Rettungsaktion da gesehen. Als die Person, die nochmal rein muss. Ist Messias oder was? Wie bitte? Ist Messias oder was? Messias? Ja. Heißt das so? Ja. Okay. Ja, ist irgendwas mit irgendwas. Wie bitte? Ist irgend so ein cooler Typ. Meinst du Nemesis? Nein, Messias. Achso. Ja, bin ich. Ich bin Jesus. Guck, aber man baut das jetzt doch einen Wälzer. Was denn? Man baut das Teil mit dem Wälzer, ne? Nein, baut es nicht. Da, war nein. Halt so. Nein, man baut das mit einem Großstab und einem Wälzer. Und das ist aber ein Wälzer ist das für 435. Das ist ein boshafter Kodex, Junge. Ja, man braucht einen boshaften Kodex. Nee. Doch, was wollen wir wetten? Okay. Für den Griff des Todesfeuers, wie das heißt. Ja. Okay, eine Wette am Laufen gegen was? Alles klar, was wollen wir wetten? Okay, was wollen wir wetten? Wir haben jetzt hier live auf YouTube, dass wir gerade gewettet haben. Was wollen wir wetten? Sag du was. Egal, mir fällt gerade nichts ein. Und eine Paysafe-Card oder ein Skin? Ein Skin. Ein Skin? Okay, wenn ich gewinne, schenkst du mir den iBlitzcrank. iBlitzcrank? Ja. Okay, wenn ich gewinne, schenkst du mir... Ja. Ah, ich weiß gar nicht genau. Ein Skin meiner Wahl. Oh, nee, ich muss einen. Man muss schon Skin sagen, hau einen Skin raus. Ah, welcher Skin ist so richtig geil? Welcher Skin gefällt mir so richtig? Hast du einen Vorschlag für mich? Ich kann einen guten Skin sagen, aber dann chatten Yo God Skin, aber den spielst du nicht so oft. Nee. Ah, welchen möchte ich denn? Oder schenk dir einen Champion. Na, warte. Stahl-Legion Lux. Ja, der ist ganz geil. Alles klar. Sind beide ganz geil. Ich glaube, dass du auch gleich nochmal einkaufen gehst, dann kann man es gerne machen. Alles klar, Leute, die Wette ist ja am Laufen. Oh, da. Ja, schön da drin stehen und dann so. Ja, da wurde auch die Range schon rausgefokust und ich glaube, das ist jetzt auch ziemlich tödlich. Ich wollte nochmal weg kurz. Wieso? Ich werde einen kurz unterwegs. Das können wir gleich, das werden wir gleich offline irgendwie checken oder so. Ja, da geht der letzte Inhibitor down. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, dass ich keinen Bock, dass du Geld verlierst. Ne? Warte, was soll ich noch Eiblitz können? Ne? Oder brauchen wir die Wette noch ein bisschen erhöhen? Du willst Wette? Nö, ich finde das ganz gut so, das ist genau richtig. Sicher? Ja, doch. Ich dachte jetzt, wo ich muss ein bisschen mehr dichter zum Mikrofon, da du eher ein bisschen jetzt, links von mir sitzt. Wo ich hier ein bisschen Geld verdienen kann. Ah, ist das hier laut hier, wenn die ganzen Ingame-Sounds. Ja, da sieht man einfach jetzt hier nur, dass wir hier, ja, würde sagen, die ganze Base gegenseitig down und reißen. Ich tanke hier noch den Tower, ist mir scheißegal, ist mir sowieso alles scheißegal. Ich habe jetzt auch ganz schön viel AP, das heißt auch, desto mehr AP ich habe, desto mehr heal ich mich. Allein jetzt einmal voll healen. Bäm, Hälfte Leben. Nice. Machst auch einen schönen Schaden jetzt. Ja, auf jeden Fall gibt's nichts zu meckern. Vega Fokus andauernd wieder mich. Ich heile mich da wieder erneut und. Juhu! Oh, da machen wir ein Finishing, komm. Mordekaiser und unser Blitzcrank ist low. Und da kommt das GG rein.
Sehr schön. Bim, 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 bim.